Hallo, wir sind der Andreas und der Michael von Freifunk und heute zeigen wir euch, wie man einen ganz normalen DB-Link-Router in diesem Fall in einen Ghetto-Outdoor-Router verwandelt. Los geht's. So, jetzt stellen wir erstmal vor, was für Teile wir überhaupt im Zugriff haben. Dann zeige ich euch mal, was wir alles brauchen. Ja, das Wichtigste zuerst. Wir haben natürlich einen Router in diesem Fall. Es handelt sich um einen ganz gewöhnlichen DB-Link. Ein WR841N. Dazu gehört serienmäßig ein Netzteil. Das gehört mit dazu. Mhm. Ich glaube, da ist auch noch irgendwie LAN-Kabel dabei, aber das lassen wir jetzt mal außen vor. Und gut. Die Papieranleitung, um den Kamin zu beheizen. Und einen Bierdeckeluntersetzer. So, was brauchen wir noch? Wir brauchen ein total super spezielles, flaches Ethernet-Kabel. Ja, also ausgepackt sieht das so aus. Das muss kein Cat 6 sein, es reicht dort ein Cat 5. Aber was ist denn, wenn wir Gigabit Ethernet mit Freifunk machen wollen? Ist es sowieso noch 100 Mbit. Bis 30 Meter geht's maximal. Allerdings die Leitungsverluste nicht vom Internet, sondern vom Strom, weil die Querschnitte doch relativ gering sind relativ hoch. Deshalb, also wenn ihr mit 10 Meter auskommt, ist es besser, als wenn ihr da irgendwie ein 25er Kabel nehmt. Ansonsten seid ihr nämlich eventuell gezwungen, statt des preiswerten mitgelieferten Netzteils eins mit einer höheren Spannung zu nehmen, weil ihr halt die Spannungsverluste auf der Leitung habt. Ich denke mal, meistens ist man ja eh nur vom Internetrouter bis zum Dach unterwegs oder bis zum Garten. Wir versuchen ja keine Sportplätze zu verkabeln. Ja, aber ich sag mal, wenn man irgendwie noch durch einen Kaminzug durch möchte oder so, dann kann das durchaus schon ein bisschen länger werden. Ja. Wenn es halt nur aus dem Fenster herausgeht, also aus einem normalen Zimmerfenster, um mal beispielsweise in einen leeren Balkonkasten zu kommen. In dem Fall reichen vielleicht auch 5 Meter. Übrigens, Tipp dort, wenn ihr so ein Kabel durch ein Fenster führt, nicht unten durch, sondern oben durch, weil oben der Spalt meistens größer ist. Und wenn denn doch mal was durchlecken sollte, das Regenwasser ist immer unten, nie oben am Fenster. Genau. So, jetzt brauchen wir noch diese interessanten Geräte. Genau, Kabelverschraubung. Kabelverschraubung. Kriegt ihr im Baumarkt. Für viel zu teuren Preis. Für einen, ja, also es sind höllische Preise, aber im Versand, eBay und so weiter, hat die in der Regel nicht. Das hier sind M25, geht gerade noch M20, also 20 mm Lichteweite, ist eigentlich das, was ihr für die Antennen braucht. Genau, wofür eigentlich? Nämlich, um die Antennen durchzustecken. Das wird nachher an dem Gehäuse etwa so aussehen, dass hier dann die Antennen durchgesteckt werden. Genau, das sage ich gleich mal en Detail. So, dann brauchen wir Power-over-Ethernet-Adapter, weil irgendwie wollen wir ja Strom in die Geschichte kriegen. Bei Power-over-Ethernet gibt es solche Pärchen. Also sprich, wir zweigen es einmal ab und nachher führen wir es wieder zusammen. Das Ganze hat den Sinn, damit wir nicht riesen Löcher in unsere Dose gleich bohren müssen, um Strom reinzuführen und Netzwerkkabel reinzuführen. Mit einem Loch aus und wir kommen auch mit einem Kabel aus, vor allem, genau. Was wir durchs Fenster führen müssen oder so weiter, weil wir nämlich im Ethernet-Kabel bei 100 Mbit sowieso noch zwei Adern komplett frei haben. Der normale Aufbau beim Anschluss eines Routers ist, einmal man hat den Strom und dann kommt zum anderen das Ethernet-Kabel hier in den blauen hinein. Ich drehe es auch nochmal für die Kamera. Ich weiß nicht, ob die soweit ausgerichtet ist, dafür passend. Ja. Also, ich habe hier den Strom und daneben das Ethernet. So, und da geht es dann halt in meinen Router. So, der Trick beim Power over Ethernet ist jetzt, dass wir gerne diese Strecke, die wir hier haben, die möchten wir gerne verlängern. Und dafür haben wir diese Pärchen hier. Das heißt, ich entnehme die beiden und dafür kommt in den Router dieses Ding hinein. Und einmal für Strom, einmal für das blaue Ethernet. Dann kommt mein Netzwerkkabel. Werden jetzt Strom und Daten rüber transportiert. Und auf der anderen Seite kommt wieder so ein Ding drauf. Dort kommt zum einen das Netzteil drauf und zum anderen gehe ich hier jetzt in den Port meines Switches rein, oder wenn ich sage, ich habe einen reinen Mesh-Router, der also
das Luftsignal hat und ich habe da gar keinen LAN dran, dann lasse ich den einfach in der Luft hängen und benutze dieses Kabel nur als Stromversorgung. Jetzt werdet ihr sagen, kann man doch auch anders machen. Ja, aber diese Netzwerkkabel sind sowas von genial billig, dass alles andere, wenn ihr im Baumarkt normales Lautsprecherkabel kauft, werdet ihr eventuell schon mit einem höheren Preis dastehen. Das denke ich allerdings auch. Genau, wir brauchen ja noch so eine Dose. Ich werde mal hier stellvertretend ins Bild. Auf was ihr genau da achten müsst, wenn ihr eure Dose aussucht, da kommen wir gleich nochmal drauf. Ja, wir haben noch so, ich meine, wir brauchen ein bisschen Werkzeug natürlich. Führt häufiger mal zum Lachen. Wir müssen irgendwie doch sehen, dass wenn Feuchtigkeit, Kondensation reinkommt, dass wir das irgendwie aufnehmen. Weil die Geschichte des Freifunkens ist voller Missverständnisse. Genau, ich habe hier dann auch eine blaue Testflüssigkeit. Also, es handelt sich hier um eine Damenbinde. Ihr könnt auch eine Babywindel nehmen, aber Babywindeln sind meistens noch wesentlich größer. Oder eine Seniorenvorlage, wenn ihr mega dicke Boxen zu füllen habt. Genau, also so etwas eignet sich da ganz gut. Ihr solltet vielleicht welche erwischen, die nicht so stark parfümiert sind. Sonst, wenn ihr da mal ran müsst, ist es vielleicht nicht so schön. So, womit fangen wir an? Ich denke mal, als erstes bauen wir uns so einen Router auseinander. Wie gehen wir denn da am besten vor? Du als alter Endbauer. Genau, wie gehen wir vor? Zunächst einmal auf die Rückseite mit dem guten Stück. Ja. So, und hier sind vier Gummi-Nupsis. Uns geht es um die beiden hinteren. Die müssen ab. Einfach ganz brutal abreißen. Genau, die brutal runter. So, und jetzt haben wir hier, ich hoffe, mein Schraubendreher ist fein genug. Ich vermute mal eher das Nein. Haben wir hier einen, genau. Das müsste eigentlich passen, ja. So, hier sind, das müsste PZ2, nein, PZ1 wird das sein. Also ein kleiner Kreuzschlitz. Die Schrauben, die brauchen wir wahrscheinlich nie wieder. Sie werden auch wahrscheinlich im Zuge dieses Arbeitsschrittes verloren gehen. Genau. So, und jetzt geht es nur um Gewalt. Wir greifen hier rein. Ich habe das schon länger nicht gemacht, aber... Na? Damit ist er auseinander. Und zwar den kleinen Teilen, die da abgesprungen sind, dafür immer. Das sind die Rastnasen. Wenn man kann ihn wieder zusammenbauen, der wird nicht auseinanderfallen. Also ihr habt gesehen, einfach nur mit Gewalt auseinandergezogen. Ich habe jetzt das ohne Werkzeug gemacht. Wenn ich den jetzt wirklich wieder zusammenbauen wollen sollte, weil ich es mir anders überlegt habe, kann ich den wieder zusammendrücken. So, dann geht jetzt. Klack. Deshalb sagen wir auch Plasteruter dazu. Soll ich es wieder zusammen, könnte ich die Schrauben reindrehen. Also die Gummilups reinmachen. Also wenn ich es mir anders überlegen wollen sollte, könnte ich jetzt noch zurück und es wird niemand merken, dass hier jetzt ein paar von diesen Rastnasen fehlen. So, ich baue es nochmal auseinander. Ja. Krack. Krack. So. Das Schöne ist, was man gleich sieht, das Ding braucht nur noch halb so viel Platz wie mit dem Gehäuse. Ja, also das Gehäuse hier, seht ihr, ist zum großen Teil, damit es ein bisschen größer ist. die Platine selber ist hier nur reingesteckt. Die kann ich so rausnehmen, da ist nichts. So, da möchte ich jetzt aber auch aufpassen, denn diese Kabel, die hier sind, sind doch vergleichsweise fragil. Die sind zwar angelötet, aber wenn man da jetzt kräftigen Zug drauf ausübt, dann ist doch die Gefahr relativ groß, dass die einen Hau wegkriegen. Und die sind wirklich wichtig. Weil die sind wirklich wichtig. Wenn die erstmal abgerissen sind, dann wird es schwierig mit unserem Signal. Wir zeigen das nochmal auch in die andere Kamera. Wenn man hier sieht, diese Stellen, wo unsere Antennen an ihren Steckern hier auf unserer Platine angelötet sind, die sichern wir jetzt erstmal, weil wenn die erstmal ab sind, müssen wir erst... Nie wieder ran. Zumindest nicht mehr so gut, wie es mal gewesen ist. Nice. Hast du das schon mal geschafft? Nein. So, nehmen wir jetzt hier ganz billiges Gaffer-Tape. Zack. Zack, drüber weg. Klack. Und damit bin ich hier schon mal auf der Seite in sicheren Richtung. Dann sind die hier noch so ein bisschen untergehakt. Da kann ich die rausnehmen. Da kann ich sie aufnehmen. Die beiden Kabel sind unterschiedlich lang. Das stört mich jetzt nicht weiter. Und jetzt müssen wir zusehen, dass wir dieses Zeug hier rauskriegen. Man kann jetzt anfangen, hier großartig rumzuwürgen und
Ich bin da eher so der Freund, der... Also ich habe es beim ersten Versuch mit der Kneifzange gemacht und dafür einfach hier so entlang gearbeitet. Ich sehe, ja, du hast gerade die gleiche Strategie. Ja, die Strategie wird jetzt die gleiche sein. Ihr könnt gerne die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Ich werde jetzt noch einmal hier so ein bisschen, auch hier mit Tape, das sichern. Das ist nicht so besonders schön, aber es erfüllt seinen Zweck, dass ich hier... Ich sag mal, wenn man mal, was weiß ich, zufällig abrutscht, nach hinten ab umkippt, weil man es nicht im ganz rauschfreien Zustand macht, weil wahrscheinlich sonst kommt man auch nicht spontan auf die Idee, jetzt ein Router auseinanderzubauen, dann ja, es ist das bisschen extra Sicherheit. Genau. So, jetzt habe ich hier so ein bisschen Tape mit darüber gesetzt, dass ich da zumindest halt noch ein bisschen Sicherheitsmarge habe. So, ich setze an. Brutal. Also hier keine falschen Schaden. Hier sind keine elektrischen Bauteile, die man kaputt machen kann. Das Schlimmste, was mal passieren kann, ist, dass man hier die Kabel durchtrennt, und so viel Vorsicht sollte man dann noch walten lassen. Ja. So, das brauchen wir nicht mehr. Das kann weg. Jetzt kann man dieses Ganze hier noch ein bisschen schöner putzen. Das fliegt jetzt ein bisschen in der Gegend rum. Ja, Staubsauger, das macht nichts. Genau. Normalerweise würde ich jetzt da noch einen Lappen drüber legen, dass es nicht so weit wegspringt. Aber dann seht ihr nichts. Was bei mir macht's nicht. Okay. Ja, ja. Ja, wenn man da jetzt einfach einen Lappen drüber legt, dann hüpft das Zeug halt nicht weiter weg, aber ihr würdet dann halt nichts zu sehen kriegen. Aber da fällt mir auch nicht diese super 3D-Effekte jetzt. Ja, genau. So, man kann jetzt noch beigehen und dieses hier auch noch abzwacken. Der Erkenntnisgewinn dabei ist doch relativ gering. Wenn man jetzt noch ein bisschen Platz sparen will, kann man noch so die eine oder andere Sache machen. Aber jetzt wird's gut sein. Naja, es ist so, offenbar kann das sehen, die Antenne selber, das Kabel geht hier, ja, ich gebe mal ein bisschen Licht da drauf zusätzlich. Ja, hier habe ich natürlich jetzt das Fokusproblem, das übliche. wir schummeln. So. Das Kabel ist halt durchgehend und ab hier fängt der Teil an, den man abnehmen kann. Ich werde jetzt hier das abwürgen. So. Ich schaue uns das Ganze an. Die Antenne. Ja. Also, ich habe also diesen Teil der Antenne jetzt abgenommen und ich kann den hier jetzt rausziehen. Also es ist, was man machen kann, aber nicht muss. Genau. So, man kann also den jetzt hier rausziehen. Man kann jetzt zusehen, dass man den unteren Teil hier schlachtet. Aber hier kommen wir jetzt in den Bereich, wo schon die ein oder andere Antenne auch dran gestorben ist. Also ich lasse es jetzt, ja, hier mal. Ich schiebe es mal wieder zurück. So. Ihr könnt auch gerne die Plastikverpackung drauf lassen. Und dann braucht, ja, ihr halt eine größere Dose. Ja. So, der ist wieder drin. Und wir haben hier also den Router. Jetzt kommen wir zu den Dosen. Ja, also es gibt, wenn man im Wiki schaut, viele Beispiele dafür, wie man es nicht macht. Die Herausforderung für die Dosen besteht halt daran, dass sie draußen liegen oder hängen. Das heißt, da kommt Sonnenlicht drauf. Das ist doch eine super Dose, ne? Die habe ich noch über. Ja, oder besser eine Eiscreme-Dose, das ist dann noch schlimmer. Also, die mögen kein Sonnenlicht und das sorgt dann dafür, dass die spröde werden, und bei so einem Ding hier, wenn also so ein Ding dann einen Hagelschlag abkriegt oder so, dann ist es offen. Also solche Dosen, auch selbst, ja, ich schmeiß die wenn da Tupper draufstehen sollte, besorgt euch welche mit solchen Bügeln dran. Also solche Klickboxen oder wie man es Boxen, die gibt es unter verschiedenen Namen. Ich sage jetzt mal Comax, Emser, Lock and Lock und noch so ein paar andere Namen. Die gibt es auch als No-Name in ordentlicher Qualität. Wichtig ist halt,
dass ich hier einen Kunststoff habe, der relativ hohe Materialstärke hat, also mindestens so einen Millimeter, und die Dichtung aus einem anderen Material drin hat und zusätzlich eine Verriegelung hat, die wirklich verriegelt und nicht nur durch, ich sag mal, durch die Dichtung selber klemmt. So. Sowas ist gut. Wenn man weniger basteln möchte, kann man die Dinger auch, es gibt die auch in sehr, sehr groß, da kann man den ganzen Router da drin reintun, unausgepackt, einfach mit liegenden Antennen. Habe ich auch schon gesehen. Ist dann auch relativ dezent, ne? Also ist dezent, wenn man die dann auch hübsch mit dem Granitlack ansprüht. Das hier war der auch ein Versuch von Granitlack, war aber leider noch nicht richtig trocken, bevor es geregnet hat. Also wenn man das in so eine große Dose tut, ist das relativ dezent und sieht nicht nach Router aus. Was für Maße brauchen wir denn ungefähr? Nicht, dass wir jetzt eine zu kleine, also ich sag mal, um jetzt so eine unmodifizierte reinzubauen, also man sieht hier so ein paar Fallstricke, weil hier muss nochmal ein Netzwerkstecker rein und es reicht ja nicht die Grundmaße. Was würdest du sagen? Also hier, das war hier schon sehr, sehr grenzwertig, da ist es mir schief gegangen, da habe ich gedacht, passt, hat aber nicht gepasst. Denn diese Dose hat hier nur, ich sag mal, 15 cm, 12 cm. Und ja, stark begrenzt in der Größe. Ja. Also hier haben wir zu wenig. 15er Innenmaß brauchen wir mindestens. Und die Antenne soll daneben ja auch noch irgendwo raus. Ich sag mal, ein Innenmaß 15 auf 20 solltet ihr mindestens haben. Wenn ihr 20 auf 20 habt, seid ihr auf der sicheren Seite. Vom lichten Innenmaß solltet ihr auf jeden Fall so 5-6 cm haben. Soll kann ruhig 20x20x8 sein, dann ist man immer auf der sicheren Seite. Genau. Dann kommt da kein Gewürge auf. Ja. Wo könnte man denn würgen, wenn man schon mal dabei ist? Also, was hast du hier jetzt gebastelt? Ich glaube, du hast den Netzwerkstecker aufgebrochen. Genau, also ich habe den Netzwerkstecker, also diesen Pigtail, der normalerweise hinten reingesteckt wird ins Gerät, der also normalerweise in der Dose drin steckt, den habe ich abgekniffen und direkt von unten an die Kontakte angelötet, weil er eben in der Dose nicht mehr hineingepackt gepasst hat. Ich habe einen weiteren Router gehabt, also nicht nee, der hier, nicht. Aber der ist auch schon so eine ähnliche Modifikation, bei dem ja, also ich meine, man braucht diesen ganzen oberen Bereich hier ja gar nicht. Man kann durchaus die Buchsen rausnehmen und das direkt auf die Übertrager drauf löten. Das heißt, es fällt dann schon einmal dieser ganze Bereich weg. Dann, man braucht dieses Netzteil nicht. Man kann hier auch einen externen Regler nehmen. Dann ist man sowieso in den Spannungen etwas flexibler. Das heißt, diesen Teil kann man auch wegnehmen. Das heißt, es bleibt dann wirklich nur dieser Bereich des Routers über. Kann man machen. Sollte man aber schon wissen, was man tut. Aber genau, also vor allem ist die Frage, ob der Aufwand dann für so ein Modell dann überhaupt noch gerechtfertigt ist. Wir bleiben jetzt mal ohne Liebhaberei. Wir lassen die Platine mal ganz. Wir lassen die Platine ganz, wir knipsen nichts ab. Wir sehen nur zu, dass wir diese Platine, die wir hier jetzt haben, wenn sie denn im Bild wäre, dass wir diese Platine dann irgendwo hineinbekommen und in eine Dose. Wir haben hier schon mal so eine Dose, die hat jetzt hier schon mal zwei Löcher drin. Wir werden aber ein weiteres Loch noch dazu setzen. Also wir haben hier diese wunderschönen Durchführungen. Um diese Durchführung zu setzen, werden wir es gleich anzeichnen. Wir können es auch in einer anderen Dose noch machen. Das Spannende dabei ist, ihr solltet auf jeden Fall beachten, dass diese Kabel nicht unendlich lang sind und vor allem unterschiedlich lang sind. Das heißt, ihr müsst euch überlegen, wo soll das hinterher dann wirklich durchgucken? So, gerade Option. Genau, so. Und da kämen jetzt die Netzwerkkabel durch. Und ich glaube, bei diesem Ding war es sogar im Original so, dass der Original TP-Link-Router mit ganz viel Gewürge so reinpasste. Aber schön war es nicht. Ihr seht schon, die Dinger kommen hier so durch. Mhm. So, man zieht sie dann so weit raus, dass das TP von TP-Link rausguckt und das Link weg ist. Weil da, wo das Link ist, ist eh nur Plastik. Da ist eh nur noch Plastik und vor allem, wir wollen es ja auch, dass es dicht ist. Ja. Und deshalb muss ein bisschen von dem Antennending drin sein.
in der Einspannung. So, das sind die 25er, aber mit der 20, mit den 20er Durchführungsbuchsen wäre das auch gegangen. Ja. So, man sieht, es drückt sich ein bisschen raus, war nicht weiter schlimm. So, und das war's. Okay. Die sind, also die Löcher haben wir mit dem Lötkolben da reingebohrt, vorher angezeichnet. Und in diese, ich kann sie nochmal zeigen, Dinger haben wir sie, ich habe sie hier in klein. Die bestehen halt, diese Durchführung, aus so einer Manschette, aus so einer Gummimanschette, die wird zusammengedrückt und dadurch wird dann halt die Dichtigkeit hergestellt. Und nach unten hin ist es aber nur so ein einfacher Schraubring. Das bedeutet, da muss man dann selber für Dichtigkeit sorgen. Wenn man das Ganze nach unten macht, braucht man es vielleicht nicht. Wenn man es nach oben durchführt, muss man zusehen, dass man Dichtigkeit herstellt. Am besten den ganz normalen Patex-Kleber, also den alten, braun, stinkenden. Nicht irgendwie den ökologisch wasserlöslichen, geruchsfreien, sondern diesen alten, stinkenden Patex-Kleber, der ist am besten dafür. Oder also Silikon-Kleber. Silikon, wenn man noch einen Anbruch hat, aber dann steht man wieder mit so einer ganzen riesigen Kartusche da. Heißkleber geht nicht, sagtest du. Nee, Heißkleber ist unschön. Heißkleber wird von Feuchtigkeit unterwandert. Also das kriegt runter weg. Spätestens wenn Frost kommt, kriegt die Feuchtigkeit unterm Heißkleber durch. Das okay, ist dann ist die Dose ja unter Wasser. Ja, wobei mit Wasser müssen wir auch sagen, wir machen jetzt hier relativ viel Aufwand mit der Dichtigkeit. So katastrophal ist das gar nicht. Wichtig ist nur, dass das Wasser wieder weg kann. Das heißt, so ein bisschen Feuchtigkeit stört gar nicht. Wir haben ja ein Gerät, was elektrische Leistung aufnimmt. Das heißt, es wird warm, das Ding. Das heißt, das, was an Tau sich in dem Gerät absetzt von innen, an Kondensation, wird auch wieder weggedampft oder verdunstet. Wenn man sich mal anschaut von den großen Markenherstellern, die Geräte sind alle nach unten offen, sind haben alle die Basiskonstruktion, dass der hängt jetzt draußen. Basiskonstruktion bei den Geräten, die du nicht unbedingt auf einem Unterseeboot oder was weiß ich in der Salzwasserboje. Genau, auf der Salzwasserboje hängen, ist, dass man eine Glocke hat und in dieser Glocke ist von unten halt die Elektronik drin und das sorgt einfach dafür, die Glocke von oben schirmt es ab und von unten ist alles offen. Das heißt, wenn jemand von unten mit einem Strahlwasser käme, würde das Ding unter Wasser stehen. Die Dinger sind da unten komplett offen. Der Überstand von der Glocke ist etwa so 2 bis 3 Zentimeter, reicht vollkommen. Das heißt, das, was wir machen, ist ja eigentlich schon völlig übertrieben. Wir müssen nur zusehen, dass die Glocke nach oben dicht ist und dass die Platine, wenn dann von unten Wasser kommen sollte, die Platine nicht im Wasser liegt. Genau. Das reicht. So, wir haben jetzt mal das hier schon vorbereitet bei denen. Wir werden jetzt noch das Loch hier an der Seite für die Netzwerkbuchse dort. Genau, damit ihr es mal gesehen habt und keine Berührungsängste habt, es wird gelötet. Genau, haben wir mal, können wir mal gucken, ob das da durchpassen würde. Mit einem Ladenkabel. Oder nein, wir haben hier ein anderes. Ah, genau. Wir haben auch das bereits vorbereitet. Ja, das kommt davon, wenn man das alles schon mal vortestet, bevor man die Kamera startet. So, ihr seht oder ihr seht nicht. Meine Fingernägel schneiden sollen vorher. So, also dieses Ding soll da durch und wir gucken auch, ob das irgendwie halbwegs vom Kabelweg passt. Man könnte jetzt sagen, ja, mache ich auf die Unterseite, weil noch da das Risiko, dass Wasser reinkommt, am geringsten ist. Aber überlegt euch, was ihr machen wollt. Wenn das Ding später mal irgendwie auf einem Tisch stehen soll oder auf einer breiten Fläche, dann wäre es unschön, wenn unten das Kabel rauskommen würde, weil dann müsstet ihr noch irgendwelche anderen Füße drunter bauen oder sonst was. Ihr könnt auch sagen von vornherein, ihr möchtet gerne die Antennen nach oben raus haben, dann habt ihr nur bei vielen Dosen das Problem, dass hier so Ränder drauf sind. Designelemente, die man... Oder zum Stapeln oder wo auch immer das für gut sein mag. Das heißt, es extra abzudichten. Oder wenn man hier so eine Dose hat, dann sieht man, gute Idee, hier noch reinzumachen, aber...
Das war's dann schon wieder. Genau, wir haben da gar keine Chance dran vorbeizukommen. Das reicht einfach nicht. Oder auch bei so einer Dose. Es wird schon verdammt eng. Genau, da müsst ihr ein bisschen Transferwissen nachher zeigen. Und das natürlich auf eure Begebenheiten anpassen. Genau, das wird, ihr kommt da schon in den Bereich der Rundung rein und es wird dann alles sehr, sehr eng. Also sprich, diese Konstruktion mit so der Antenne da oben ist vergleichsweise gut handzuhaben. Und dann halt das Netzwerkkabel hier so zur Seite raus. Wir werden jetzt mal die Stinkerei beginnen und ein Lötkolben anheizen. Warum ein Lötkolben? Ich könnte jetzt auch irgendwie mit einem scharfen Gegenstand so rumpokeln. Bloß die Gefahr, dass es dann splittert, ist doch relativ groß. Und wenn ich das mit Lötkolben mache, ist es... Was einmal gesplittert ist, kriegt man nachher wirklich nicht mehr dicht. Also ich habe es bei meinem ersten Versuch mit meinem Ghetto-Router wirklich probiert, mit einer Bohrmaschine und dann nochmal ein bisschen mit der Kneifzange. Und mir ist echt der halbe Boden dabei weggebrochen. Ich würde doch einen Lötkolben empfehlen. So, wo wollen wir es hinhaben? Ich überlege mir jetzt, dass ich das dahin haben möchte. Zeichne jetzt das irgendwie so grob. Durch das Designelement. Ne? Durch das Designelement werde ich das jetzt so. Das ist sehr unschön, aber. Da müssen die Zuschauer ein bisschen Fantasie haben. Ja. So, der Lötkolben wird langsam warm. Man riecht es. Man riecht es. Also nehmt nicht den neuesten Lötkolben. Ja. Und soll schon mal was zum Abwischen bereitlegen? Genau, ein Küchentuch oder sowas schon mal sich bereitlegen. Die vorsichtigen Menschen, wir müssen ja einen guten Vorbild vorangehen, sollten sich vielleicht Handschuhe anziehen, weil zieht der Kleber auf die Finger ist auch nicht schlecht. Darüber hinaus, wenn ich mal gucken, dass ich ein bisschen Rötzchen finde, um dann die Lötspitze hinterher wieder zu verzinnen. Den Router habe ich jetzt da drin gelassen, das ist mir jetzt völlig wurscht. Ihr seht schon, es dauert so ein bisschen. Ist ja kein Schweißgerät, das ist ja eigentlich nur gedacht, um Lötzinn zu schmelzen. So. Ich drücke jetzt hier so kreisum ein paar Löcher rein und werde dann so langsam den Kreis dann schließen. Das wird jetzt nach innen wahrscheinlich fallen. Sollte man es lieber von der anderen Richtung aus machen? Oder ist das das ist völlig wurscht. Ich werde nachher sowieso... Ja, man kann es ja wieder aufmachen, ja. Ja, ein kleines Küchenmesser werden wir gleich nochmal brauchen, damit... Also ich gehe jetzt von Loch zu Loch. Ich habe also die Löcher jetzt... das wird wahrscheinlich auch noch viel zu klein sein, das Ding. Aber das kann man ja dann aufleiten. So, das ist... Die Stinkerei hält sich hier erfreulich in Grenzen. Das liegt vielleicht daran, dass der Lötkolben gar nicht so heiß ist, wie man das vielleicht erwarten würde. So, ihr seht, es passt noch nicht. Keine Chance, da was zu machen. Also geht die Stinkerei weiter. So, und jetzt sehe ich zu, dass ich hier so ein bisschen die runde Form hinbekomme. Wurzel schon was? Ja, da fehlen aber noch so 2-3 mm. Muss man so ein bisschen fühlen, wo denn so die Ecken sein könnten. Das ist, auch zu, ziemlich schnell zu groß ist und dann nicht so schön. Also wir kommen jetzt hier so in den Bereich, dass es gleich passen wird. Das muss. Ja, wunderbar. So, jetzt schön. Passt das. Das Küchentuch. Ich hätte jetzt eigentlich, ich hätte jetzt gedacht, dass ein Papiertuch kommt, aber gut. Ich wollte ja nicht, dass es abfackelt. Ach. So, ein bisschen Lötzinn wieder drauf. Auf die geschundenen Flächen. Der eine Tisch, aber der ist ja zum Glück aus echtem Holz. Den Lötkolben in den Toaster. Damit er nicht weghüpft. So. Gut, so, jetzt müssten wir hier noch so ein bisschen Pattex, das spare ich mir jetzt.
Ja, das ist das Teil, was wir genommen haben. Handschuhe können jetzt weg. Da nehme ich übrigens wirklich am liebsten ein echtes Messer, und also nicht irgendwie so ein Teppichmesser. Ich weiß nicht, ob das, also so ein Abbrechklingenmesser, weil die nämlich genau das am liebsten tun, nämlich abbrechen. Deshalb. Da das ja eine Küchendose ist, muss es auch mit einem Küchenmesser bearbeitet werden. So ist es. So, jetzt würde man diese Stelle entsprechend großflächig einjauchen mit Pattex. Vielleicht auch durchaus 5 Minuten anziehen lassen. Auch entsprechend hier die Muffe damit versehen. Die Muffe dann einsetzen. Diese verbinden, aufbringen, wenn ich jetzt von außen schraube, geht es einfacher. So, man sieht schon, dass dort ein entsprechend riesiger Spalt ist. Und nicht zu festziehen, sonst verziehen wir uns oben den Rand hier. Das heißt, wir müssen uns also wirklich mit diesem Kleber oder diesem Silikon oder was immer wir genommen haben, dort füllen. So, Kabel. Netzwerkkabel. Das Spannende bei diesen Kabeln ist übrigens, wie man die auseinander bekommt, ohne dass es einen fürchterlichen Kabelwust gibt. Ich habe noch kein Patentverfahren gefunden. Es gibt bestimmt eins. Schreibt es in die Kommentare rein. Ich lerne gerne. Am besten sucht man sich einen möglichst langen Flur. Oder eine Häuserwand. Oder eine Häuserwand. Genau, und hängt das an der Häuserwand runter. Ansonsten, es gibt immer... Ja, ihr werdet es gleich sehen. Ich werde es jetzt hier auf dem Tisch zeigen. Ne? Genau das hier passiert. Und da kann man jetzt gegenarbeiten, wie man möchte. Ich werde jetzt, weil ich absolut keine Lust darauf habe, die Krempel gleich wieder sichern. Weil das natürlich echt eine Arbeit ist, die kein Mensch gerne möchte. So, das heißt, dieses Ding kann jetzt zumindest nicht mehr ganz katastrophal auseinanderfliegen. Und ich mache es dann erst, oder ich zerlege es erst, wenn ich es dann final einsetze. So, ich nehme mir etwa so 5-6 cm, Quatsch, 10 cm und jetzt umtape ich das. Warum? Ich möchte gerne für mehr Durchmesser sorgen bei dem Ding. Das mache ich auch vergleichsweise sorgfältig. Zumindest bemühe ich mich darum. Schief gehen kann immer was. Was machst du jetzt, damit es einfach mehr Dicke gibt? Genau, das mache ich, damit es mehr Dicke gibt. Diese Kabelmuffe, diese Schraubdurchführung, die ist halt in der Lage, ein bisschen zusammenzuquetschen, aber die muss halt relativ groß sein, diese M20er, die wir da nutzen, sowohl für die Antennen als auch für das Ethernet-Kabel. Die kann halt nicht unendlich weit zusammendrücken. Deshalb erhöhe ich jetzt einfach hier den Durchmesser so ein bisschen von diesem Batzen. So. Jetzt richtige Reihenfolge. Zunächst Überwurfmutter. Und richtig rum? Genau, richtig rum. Dann die Gummitülle, das ist die nachher zusammengedrückt wird. Dann führe ich das Ganze hier von außen hindurch. Das geht jetzt, ja genau. So, man sieht hier auch schön, wie viel Platz da ist. Ich ziehe es auch nicht mehr zu weit zusammen, weil es ja sonst doch die Gefahr besteht, dass das Gehäuse sich so weit verzieht, dass dann die Dichtung nicht mehr packt. So, man sieht hier schon, da kommt jetzt zwischen diese Finger diese Gummidichtung, dann schiebe ich das hier zurück, das hier rüber, so, dass es so ganz bisschen raussteht. So, geht schon gut schwer. So, und das ist jetzt wirklich bombenfest.
Deswegen wollen wir ja keinen Kran dran aufhängen. So, und wenn man da noch zusätzlich ein bisschen Patex reintut, wir haben ja sowieso die Patex-Tube offen oder die Allzweck-Kleber-Tube offen oder die Silikon-Kartusche offen, dann sollte das dann wirklich über jeden... Nicht den Heißkleber-Kartusche. Nicht den Heißkleber, weil der hält ja nicht dicht. Genau. So. Ich gebe jetzt hier den PoE-Adapter mit dem Holzstecker drauf auf den bereits geflashten Router. So, ich habe hier die... Im ersten Take haben wir dort schon die Nupsis von Reset und WLAN abgemacht, damit da nicht irgendwie durch unglückliche Lage sich plötzlich dann irgendwie das WLAN abschaltet. Leider schon passiert. Oder eben das Ding auf Dauerreset schaltet und sich wundert, warum das Ding immer im Config-Modus landet. Also so, dass man das mit der Hand noch mit ein bisschen Kraft genau bedienen kann, aber halt, genau, es nicht zu viel Bedienung kommt. Genau, also dass wenn hier irgendwas rumfliegt, das gar nicht was von alleine auslöst. So, das da rein. Hier die LED-Reihe habe ich halt abgetaped, damit sich da nichts verhaken kann. Und die Vorlage dort mit dazu. Nämlich, wie wir gerade schon gesehen haben, nichts festkleben, bevor man nicht weiß, dass es funktioniert. Deswegen konnten wir es gerade einfach wieder auseinanderbauen. So, man sieht, alles wunderbar passend drin. Und jetzt müssen wir sehen, dass wir Strom auf die Kiste kriegen. Wir nehmen das originale Netzteil. Ich stecke das mal irgendwo rein, wo es Strom gibt. Hoffen wir mal. Da müssen wir jetzt glauben, dass da was dran ist. Ich meine, ihr werdet ja auch sehen, dass es gleich leuchtet. Hier mit den Holzsteckern. Das ist so ein, leider, muss ich sagen, ein kleines Problem. Die Löcher da drin... hier das Loch ist ein 2,5 mm, der Dorn ist ein 2,1 mm. Da ist Spiel drin, das gibt wunderschönen Wackelkontakt. Wenn ihr also irgendwie die Möglichkeit habt, hier ein bisschen Aluminiumfolie reinzutun oder wenn ihr löten könnt, tut ein bisschen Lötzinn mit dort hinein. Aber wie gesagt, ein bisschen Aluminiumfolie oder ein paar Litze aus einem Draht kann das Problem da auch schon lösen. Mache ich jetzt hier auch mal. Es ist zwar dann wunderbar gepfuscht, aber ihr, damit ihr die Idee bekommt. Nee, du hast auch immer versucht, den Dorn unten umzubiegen. Ja, oder? Ich habe den, das habe ich auch schon mal gemacht. Ich glaube, wir haben hier, glaube ich, auch so ein Unglücksding dabei. Also wenn man denkt, ah, den Pin, den biege ich jetzt so ein bisschen aus der Mitte raus und dann bleibt der ja da und dann hat der irgendwie Kontakt. Das führt dann nach dem dritten, vierten Stecken zu genau diesem Effekt, nämlich zu einem Pin, wo da nichts mehr von Pin ist. Also sprich Totalschaden. So, ich hoffe mal, das reicht jetzt. Ich mache jetzt mal doppelt. Den mit da hinein. Der guckt also gerade mal so ganz bisschen da raus. Dann passt noch. Bisschen Gewalt. Ja, na, das ist, braucht er. Der braucht jetzt hier zu viel Gewalt. Das war. Ich reduziere es mal auf einen, der war relativ dick. Ja, das geht ja nur darum, den Durchmesser etwa um 0,4 mm zu erhöhen. So, wunderbar. Jetzt habe ich nach unten zusammengedrückt. Nehmen wir die nächsten. Wir haben ja noch so viel. Also, Draht rein. Ein ganz bisschen überstehen lassen. Keinen Kurzschluss bauen. Ja, das war jetzt nicht so gut, aber das Netzteil ist hoffentlich hinreichend. So, und es ist drauf. Jetzt kommt das Ding hier drauf. Jetzt wollen wir mal sehen, was passiert.
war natürlich spontan, ich glaube, es auf ein oder auf aus war. Genau, er war nämlich nicht eingeschaltet. Ah, das war das nächste, was wir vergessen haben. Deswegen haben wir es ja auch noch nicht verklebt. Genau, deshalb, ich setze auch hier, mache ich das Ding um, wer löten kann, macht vielleicht, setzt gleich einen Lötklecks drauf, sodass der permanent an ist. So, also ich mache ihn wieder an. Der ist jetzt an. Und wer sicher gehen will, auf Nummer sicher, setzt auch dort noch so ein bisschen Kleber dran, dass der nicht. So, die Experten werden sehen, dass dieser Blinkecode an dem Ding nicht so schön ist, aber wir brauchen halt einen Testkandidaten. Da muss ich nochmal bei dem Gerät. So, der blinkt, die Vorlage kommt wieder rein. So, jetzt geht es auch erstmal darum, dass er. Jetzt ist er wieder im Config-Modus. So, und damit habt ihr einen Outdoor-Router, den ihr irgendwo hinstellen könnt, wo er nicht durch eine Doppelglasscheibe funken muss. Und nach meiner Erfahrung, die Reichweite mindestens verdoppelt sie sich, wenn nicht sogar verdreifacht. Sprich, es lohnt sich. Was haben wir denn noch so für Alternativen an Bauweisen? Du hast gerade schon gesagt, dass man die Antennen so parallel einbauen kann. Genau. Was können wir an alternativen Bauweisen machen? Wir nehmen eine größere Dose. Wir sagen, wir möchten das nicht so nach oben rausstehen haben, weil die Nachbarn das vielleicht nicht so hübsch finden und strahlenempfindlich sind. Denkt euch einfach mal die Löcher hier oben weg. Dann nehme ich hier einen Router, der schon zerlegt ist, mit zwei Antennen dran. Die sind jetzt ausnahmsweise schon ausgepackt. Das braucht euch aber nicht zu stören. So, dann würde ich Folgendes machen. Würde wichtig die Anschlüsse nach oben, sonst wird es nämlich ein bisschen enge. So, ganz nach unten mit der Platine. Die Dinger hier einfach in den Ecken, in diesem Fall durch mit Heißkleber, weil da muss ja nichts dicht werden. Einfach hier in die Ecken einkleben, die Antennen. So, hier unten die Einführung reinbauen oder hier in der Mitte, ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall so, dass es nicht weiter stört. Und da dann halt brauche ich dann nur noch Strom. Das heißt, ich spare mir hier die Herausführung der Antennen. Wenn ich ganz mutig bin, dann mache ich so, ich setze es ein bisschen weiter nach oben, mache hier wirklich ein ganz brutales Loch einfach hinein, gar nicht abgedichtet und sage einfach, weil das Ding, was weiß ich, so im Balkonkasten steht oder so an der Wand steht, ich dichte nicht ab, sondern vertraue auf die Schwerkraft. Weil kann dann das rauslaufen, wenn sich mal was staut. Weil die Platine ist einfach so hoch, dass da sich kein Kurzschluss ergeben kann. Und naja, wir haben wieder das Prinzip Haushaltsschutz von der Telekom. Genau. Wenn es ein bisschen wettergeschützter ist oder man es da unten hängen lässt, kann man durchaus den ND-Router, also mit den abnehmbaren Antennen, nehmen. Dann setzt man die Löcher hier entsprechend nach unten und führt gleich die Kabel nach raus. Dann hier, weil es relativ eng war in dem Gehäuse, habe ich halt das LAN-Kabel direkt angelötet. Darüber hinaus habe ich das interne Netzteil überbrückt und mir so einen Spannungsregler, das ist so ein LM2596, das sind so Spannungsreglermodule, entweder man kauft sie einzeln inklusive Versand für 2 Euro oder 10 Stück für 12 Dollar beim Chinesen, dauert dann halt 14 Tage, bis sie ankommen. Also das ist ein Spannungsregler, da kann ich hier mit so einem kleinen Trimpoti die Spannung einstellen, da braucht ihr dann natürlich ein Messgerät, reicht ganz billiges für 10 Euro. Stelle ich mir die Spannung exakt auf 3,3 Volt ein. Nicht 3,2, nicht 3,4, sondern 3,3 Volt. Und gehe auf dem TP-Link direkt auf die Sekundär-Elkos, also auf die Kondensatoren, auf die Sekundärseite. Gehe also quasi dahin, wo das Netzteil selber seinen Ausgang hat. Benutze das gar nicht. Vorteil ist, ich bin dann im Eingang hier nicht auf die 16 Volt, die dieses Ding maximal verkraftet, begrenzt, sondern dieses Ding kann, je nach Version, die man sich kauft, mindestens 35 Volt. Es gibt auch welche, die können 50 Volt im Eingang.
Das heißt, dann können wir durchaus längere Kabelstrecken verwenden. Das ist jetzt für LAN vielleicht nicht ideal, aber wenn ich wirklich richtig lange Kaminschote habe und es nur darum geht, da Strom hinzubringen, dann gucke ich einfach, dass ich irgendwo so ein altes Netzteil, was ich vielleicht noch habe, aus früheren Beständen. Ist jetzt ein Laptop-Netzteil? Das ist ein altes Laptop-Netzteil, aber auch schon irgendwie nicht so richtig Standard, weil das ist ein 25-Volt-Netzteil. Oder ein Laptop haben wir meistens so 19 Volt oder sowas. Mhm. Oder wenn ich halt sogar irgendwo kriegen kann, 30 Volt Netzteil, 40 Volt Netzteil, je höher die Spannung ist, desto mehr Marge habe ich, um Spannung auf dem Kabel zu verlieren. Und da das ein Schaltnetzteil ist, zieht er sich dann auch weniger Strom. Das heißt, der Verlust auf dem Kabel wird durch die höhere Spannung geringer. Also Prinzip der Hochspannungsleitung, der Überlandleitung, je höher die Spannung ist, desto weniger Kabelverluste habe ich. So, jetzt haben wir unseren Ghetto-Router zusammengebaut. Was haben wir denn jetzt ausgegeben? Also, der ursprüngliche TP-Link, wenn wir ihn günstig eingekauft haben, inklusive Versand 15 Euro. Wenn wir ihn schlecht eingekauft haben, 18 Euro. Wobei, auch lokale Händler darf man durchaus unterstützen. Aber wie gesagt, wir haben irgendwo so einen Betrag von 15 Euro auf der Uhr. Sagen wir jetzt einfach mal genau. Dann brauchen wir Kabel. Wenn wir günstig gekauft haben, 2 Euro. Wenn wir ungünstig gekauft haben, 4 Euro. PoE-Adapter, Injektor oder wer ist das genau? Passiv-PoE-Injektoren. Wenn man sie einzeln kauft, gibt es sie beispielsweise von Gubay und von Lindy für 7 Euro inklusive Versand. Wenn man sie vom AliExpress kauft, 5 Pärchen für 12 Dollar. Sagen wir 4 Euro, wenn wir es bei dem günstigen deutschen Händler finden. Gut, dann brauchen wir noch eine passende Klickdose. Mhm. Auch nochmal 3-4 Euro für los. Stimmt, wir haben ja noch die Überlaufmutter, genau. Die brauchen wir auch noch mal für 3-4 Euro. Genau. Dann haben wir das Patex, um das wir nicht umkommen, oder den Kleber. Also das, ich sag mal, sowas wie Kleber oder hier das Panzertape oder so, das sollte man eigentlich im Haus haben. Wir rechnen jetzt auch nicht mal den Lötkolben da rein, den kriegt man natürlich auch für einen Zehner oder sowas, je nachdem, was man ausgeben will. Aber man kann durchaus sagen, dass wir jetzt etwas über 30 Euro ausgegeben haben. Was kostet denn jetzt ein richtiger Outdoor-Router? Ja, ein richtiger Outdoor-Router, natürlich dann mit, es gibt diverse Modelle von Ubiquiti, unter anderem welche, die ungerichtet sind, dieser Bullet zum Beispiel, wo dann noch die Antenne mit drauf ist, da ist man dann schnell bei 70 Euro. Dagegen lohnt es sich schon. Wenn man links guckt, diese Richtfunk-Router, wenn man sagt, man hat eine Hauptrichtung, das ist ja nicht so, die andere Richtung nicht arbeiten, aber eine Hauptrichtung, die ich versorgen möchte. Also eine Straße runter oder... Genau, oder ja. Ein Platz, der irgendwo ist, der ausgeleuchtet werden soll. Mhm. In dem Fall, wenn wir eine Nanostation Loco M2 uns anschauen, regulärer Verkaufspreis so um die 45 Euro, wenn wir sie irgendwie günstiger kriegen über den einen oder anderen Deal, haben wir die vielleicht schon für 39 Euro gesehen. Bei von TP-Link gibt es auch welche, die 210er oder 510er, wie liegen die so? Ich habe sie also auch schon bei diversen Versendern, unter anderem beim Völkner, für 45 Euro versandkostenfrei gesehen. Achso, ja, und bei so einem Gerät, also bei so einem CPE 210, haben wir eine doppelt so schnelle CPU, doppelt so viel RAM, doppelt so viel Flash, ein ordentliches externes Netzteil. Okay, das LAN-Kabel, das ist da nicht dabei, aber also ein ordentliches PoE-Netzteil, was auch mit langen Leitungen gut zurechtkommt. Wir haben die Remote-Reset-Funktion, das heißt, ich kann direkt vom Netzteil aus den Router resetten, der irgendwo oben am Schornstein hängt. Mhm. Also nicht nur Power-Cycle, sondern wirklich einen echten Reset durchführen, um das Ding beispielsweise in den Config-Modus zu zwingen. Und das Ganze für 45 Euro, das heißt 30% mehr. Also schönes Bastelprojekt, aber man sollte es nicht rein aus wirtschaftlichen Gründen machen. Genau, man muss da schon ein bisschen Spaß dabei haben und das Einzige, was man sich vielleicht sagen kann, ist, dass das Diebstahlsrisiko bei dem Ding doch geringer ist. Allerdings ist das Risiko höher, dass das Bombenräumkommando kommt. Ja, oder dass beispielsweise die Nachbarn doch ein bisschen misstrauisch gucken, was da denn auf dem Balkon herumblinkt. Ja, dann würde ich sagen,
Ich hoffe, die Leute konnten unsere Schritte nachvollziehen und wir wünschen viel Spaß beim Nachbasteln. Ja.